Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und habe heute eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte, und zwar eine Fahrradtasche, die ich seit ungefähr einem Jahr in Benutzung habe. Und wenn euch diese kleine Review interessiert, dann bleibt einfach dran. Schön, dass du dran geblieben bist. Es soll heute um folgende Tasche gehen. Eine dreiteilige Fahrradtasche von Rossville. Das übliche ganz am Anfang. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr alles nachgucken. Preise verändern sich, wie das mit Algorithmen so ist und so weiter und so fort. Kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Wir haben hier ein Dreitaschensystem. Das heißt, der Hauptteil ist sozusagen das hier unten, was so einfach über den Gepäckträger rüber gemacht wird. Und dann haben wir diese Tasche hier oben, die ist mit 4 solcher Dinger befestigt. Das heißt, ihr könnt diese Tasche abmachen und mit euch rumtragen. Dabei gibt es die Farben Schwarz und dieses, ja, leicht Olivgrün. Ich würde es ein bisschen heller als ein Olivgrün bewerten, was bei ungefähr 30 bis 40 Euro im Rahmen liegt, je nachdem, welche Farbe ihr nehmt. Und das Ganze hat zusammen etwa 30 Liter. Kann aber ein bisschen stärker ausgebaut werden, hat außen noch eine Netztasche. Man kann hier noch was reinschieben in die Klemmvorrichtung und so weiter und so fort. Die genauen Maße sind von der oberen Tasche 30 x 13 x 35 cm und bei den Seitentaschen 30 x 14 x 31 cm. Und das Ganze wiegt knapp 1357 Gramm. Das sind erstmal so die harten Fakten, die ihr zu dem Ding wissen müsst. Das Material an sich wird mit Segeltuch angegeben. Das glaube ich denen aber nicht so richtig, was auch immer Segeltuch für eine Definition sein soll. Ihr seht hier einmal das Material in der Nahansicht. Das ist sehr stark verwebt. Ich würde von Kunststofffasern ausgehen. Es ist sehr robust, ne? Was sie mit Segeltuch meinen, weiß ich nicht genau. Schauen wir uns doch mal die Taschen im Einzelnen genau an. Wir haben hier diesen Hauptteil und dabei gespiegelt auf beiden Seiten die gleiche Tasche. Was haben wir an dieser Tasche? Wir haben einen D-Ring oben, wo wir was dranhängen können. Wir haben eine kleine aufgesetzte Fronttasche, die nochmal gut groß genug ist für, ja, ich würde sagen, eine aufblasbare Isomatte zum Beispiel. 3 Astra-Biere ungefähr, so in dem Dreh. Und dann haben wir die große Haupttasche. Da passt schon ordentlich was rein. Da kann man sogar ein Zelt reinkriegen, würde ich mal behaupten. Hängt natürlich ein bisschen vom Zelt ab, ne? Ich meine jetzt kein Gruppenzelt, ich meine mehr so ein Ein-Zwei-Mann-Zelt, so ein ganz normales. Dann haben wir hier wirklich kleine Netztaschen vorne, wo man nochmal eine Dose reinkriegen könnte zum Beispiel oder eine ganz normale Trinkflasche, damit man da schnell rankommt. Die Rückseiten sind mit einem nicht völlig harten, aber schon ein bisschen härteren Material. Und das Material hier ist wasserdicht. Das hier außen nicht, das ist nur wasserabweisend, ganz wichtig. Das heißt, falls ihr plant, in Starkregen mit der Tasche reinzufahren, braucht ihr schon nochmal dafür einen Überzug, irgendwas in der Richtung. Aber leichten Regen ist gar kein Problem. Und von innen, das heißt Spritzwasser, das theoretisch hochkommen könnte und so weiter und so fort, das wird hier auf jeden Fall abgehalten, das ist gar kein Thema. Wir haben natürlich diverse Befestigungsmechanismen, damit wir das ganze Ding an Fahrrad anbringen können. Hier vorne erstmal zum Beispiel, um es an den Gepäckträger ranzumachen, an den Sattelübergang sozusagen, einfach nur so. Ne? Das Ganze haben wir hinten auch nochmal. Es gibt eigentlich kein Vorne und kein Hinten, weil das ist einfach eine gespiegelte Tasche, wie rum ihr auch sie immer ranmachen wollt. Und dann haben wir hier nochmal, sehr interessant, auf beiden Seiten so einen langen Klettverschluss mit hier einer Schlaufe zum Durchführen, damit man sich selbst das in der Länge, Größe einstellen kann. Ich komme noch mal ein paar Zentimeter ran. Ne? Seht ihr, ja, jedes Fahrrad ist ein bisschen anders, aber ich behaupte mal, damit kriegt man das eigentlich an jedes Fahrrad, wo irgendwo ein Gepäckträger ist, irgendwie ran. Also mit diesem Schlaufensystem sollte das gar kein Problem sein. Haben wir hier einen Henkel, ne? Kann man auch so einfach nehmen, mit rumtragen. Ne? Wie so ein schöner Sonntagsspaziergang. Da. Also, da ist eigentlich, finde ich, an alles gedacht worden. Obwohl der Henkel, muss ich sagen, der macht nicht den stabilsten Eindruck. Jetzt so mit dem Gewicht, das ist kein Problem, auch ein paar Kilo mehr. Wenn man damit dauerhaft 10 Kilo rumtragen würde, obwohl es aber auch schon sehr gut vernäht aussieht. Also das hier ist wirklich top, einmal komplett rum bis da oben und so weiter. Das heißt, es sollte von der Theorie her sehr gut halten. Es fühlt sich aber ein bisschen so an, vielleicht auch weil der Henkel so dünn ist, dass er vielleicht nicht so gut halten würde. Ist eine Vermutung von mir, kann ich erst in Langzeit irgendwann herausfinden für euch.
Gleichzeitig haben wir auf den Taschen vorne gedruckt nochmal hier Ross, ne, mit einem S nur, von Ross Wheel, von der Marke. Das ist lichtreflektierend. Finde ich jetzt ganz sinnig eigentlich, ne? Dass man hinten nochmal so ein kleines Reflexionsding hat, damit man im Scheinwerferlicht von einem Auto besser gesehen wird, im Dunkeln oder im Dämmerlicht. Ist vielleicht, glaube ich, gar nicht schlecht. Halte ich für eine gute Sache. Ist jetzt natürlich fraglich, ob man das modisch für das richtige Detail hält. Das müsst ihr dann aber für euch selber beurteilen. Ansonsten haben wir ja noch die Reißverschlüsse. Das sind keine YKKs, aber diese Reißverschlüsse gehen sehr gut, ne? Also die sind schön stabil, muss ich sagen, hatte ich noch kein Problem, kein Verhaken, überhaupt nichts. Ich muss sagen, ich finde die Taschen richtig gut. Kommen wir jetzt mal zu der aufgesetzten Obertasche. Sieht aus ein bisschen wie so ein kleiner Tornister, hat aber hinten keine Rückenschlaufen, was fast ein bisschen schade ist. Damit hätte man sozusagen noch einen Kinderrucksack daraus machen können. Aber hier ist so eine kleine Schlaufe, ne? Kann man auch so mit sich rumtragen, ist gar kein großes Thema. Große aufgesetzte Mesh-Tasche vorne, sehr praktisch, kann man immer mal wieder seine Jacke reintun und so weiter und so fort, habe ich oft genutzt. Und dann natürlich an den Seiten D-Ringe, falls man wieder jeden kleinen Scheiß irgendwo transportieren möchte, und die Clips, damit man das oben aufs Fahrrad so rauf transportieren kann, also befestigen kann und mit den anderen Taschen wieder verbinden kann, weil, ne, die sind ja verbindbar, so dass man es jederzeit abnehmen kann und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Fahrradausflug macht und ihr wollt dann in ein Restaurant reingehen oder was weiß ich, oder ja, ihr wollt das Fahrrad unten stehen lassen, weil in den großen Taschen ist nichts Wichtiges, aber hier sind eure wichtigen Utensilien drin, die ihr vielleicht auch nicht alleine lassen wollt, dann nehmt ihr diese Tasche zum Beispiel mit. Ihr könnt natürlich auch das ganze Ding mitnehmen, wie ich euch ja gezeigt habe. Und hier drin ist ordentlich Platz. Es ist eine große Tasche, da ist auch sonst nichts drin. Ich bin mal ein bisschen ein Idiot und mache Folgendes. Also sie ist auf jeden Fall groß genug. Da können mehr als zwei Sixer Bier rein und so weiter und so fort. Also da passt auf jeden Fall ordentlich was rein. Und wenn ihr das Ganze wieder zusammen haben wollt, macht ihr einfach Clips. Clips. Das Ganze insgesamt natürlich viermal, damit auf beiden Seiten oben und unten oder links und rechts, je nachdem wie ihr das nennen wollt, die wieder aneinander befestigt sind. Und zack, habt ihr wieder die große Fahrradtasche. Ich für meinen Teil benutze die Fahrradtasche sehr gerne. Musste am Anfang ein bisschen herausfinden, wie man die am besten am Fahrrad befestigt. Hat aber mit der Zeit sehr gut geklappt. Verhakt sich auch nirgends, wenn man die ganzen Bändchen vernünftig befestigt und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt nichts zu meckern, vor allen Dingen angesichts des Preises. Es ist eigentlich so ziemlich genau das, was ich mir vorgestellt habe, wenn ich eine Fahrradtasche haben möchte. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Es gibt natürlich noch feste Fahrradtaschen. Das heißt, die komplett eine Kunststoff, harten Kunststoffschalen sozusagen sind, wie ein kleiner Koffer. Ich wollte lieber sowas haben, weil es auch günstiger ist. Und ja, bin nicht enttäuscht worden. Und ich hoffe, wenn ihr sie euch mal zulegen solltet, werdet ihr davon auch nicht enttäuscht. Wie gesagt, bei 30 bis 40 Euro. Ich glaube, die schwarzen sind jetzt gerade, wo ich das Video mache, günstiger, kosten 30. Und die olivhellgrünen sind bei 36, 37. Ne? Kann sich aber, wie gesagt, immer wieder verändern. So, das war alles, was mir einfällt, was zur Tasche zu sagen ist. Wenn du noch Fragen hast, stell es mir einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten gibt es natürlich immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Da kriege ich eine kleine Provision, wenn ihr sowieso was bei Amazon kaufen wollt. Ne? Ansonsten kauft lieber woanders. Bei mittelständischen Händlern kann man auch immer gute Sachen finden. Ansonsten sage ich tschüss, tschüss und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video.